Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist genau ein Erbvertrag? Nach meinem letzten Video, Testament im Gegensatz zum Erbvertrag, habe ich viele Anfragen gekriegt, was denn genau in so einem Erbvertrag alles geregelt werden kann. Erstens ist wichtig zu wissen, dass man beim Erbvertrag, anders als bei einem Testament, das nicht selber handschriftlich aufsetzen kann, sodass es wirksam ist, sondern man muss zu einem Notar gehen, um dies beurkunden zu lassen. Dieser kann einen auch beraten, was man genau dort einfügen kann und was eben nicht geregelt werden kann. Einen kurzen Überblick darüber möchte ich hier aber trotzdem gerne geben. Viele Leute überlegen sich, einen Erbvertrag zu regeln, weil sie eben gerade ein Paar sind und sich gegenseitig absichern möchten. Für diese ist ein Erbvertrag genau richtig. Dies vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, die später erben werden. Hat man ein gemeinsames Haus und ist das meiste vom Vermögen in diesem Haus drin, so möchte man, wenn der eine Partner stirbt, nicht gezwungen sein, wenn man den Kindern den Pflichtteil auszahlen muss, dieses Haus vielleicht zu verkaufen. Nehmen wir also an, das Haus wäre 500.000 Franken wert, dann müsste man den Kindern den Pflichtteil auszahlen. Hat man ein Kind und ist man sonst alleine als Partnerin beispielsweise übrig, so müsste man dem einzelnen Kind 125.000 Franken auszahlen. Nicht jeder hat dies einfach in bar verfügbar. So hätte man das Problem, dass man das Haus vielleicht zusätzlich belasten müsste. Die meisten Banken geben einem im hohen Alter jedoch nicht die Möglichkeit, weitere Belastungen auf ein Haus zu machen. Vor allen Dingen nicht, wenn es noch hoch verschuldet ist. Dann hätte man die Gefahr, dass man dieses Haus verkaufen müsste. Was sehr schlecht wäre, weil man dann in einer Notsituation schnell verkaufen müsste und vielleicht nicht den Preis bekommt, den man für dieses Haus sonst erlangen würde. So kann man in einem Erbvertrag mit den Kindern abmachen, dass sie zunächst auf den Pflichtteil verzichten. Dann setzt man sich als Partner gegenseitig als Erben ein und richtet ihnen ein sogenanntes Wohnrecht im Haus ein. So ist man nicht gezwungen, das Haus zu veräußern. Oft gibt es aber noch die andere Variante. Einer der Partner hat eine Firma. Er möchte natürlich verhindern, dass die Firma aufgesplittet wird, wenn er mal stirbt. Auch hierfür ist ein Erbvertrag sinnvoll. Darin kann man regeln, wer die Firma übernehmen soll oder wer sie auch weiterführen soll als Erbe. Auch für solche Situationen ist es dann vielleicht sinnvoll, dass der eigene Ehegatte auf diese Erbschaft verzichtet. Manchmal haben sogar Brüder gemeinsam eine Firma. Hier sollten beide Brüder mit ihren Partnerinnen beispielsweise einen Ehe- und Erbvertrag regeln, in dem die Frauen darauf verzichten, sofort das Erbe ausbezahlt zu bekommen. Sonst wäre der eine Bruder mit seiner Familie gezwungen, die GmbH oder AG zu veräußern, damit die Ehefrau das Geld bekommt. Auch hier gibt es Lösungen, die man regeln kann, wo die Partnerin dann Geld bekommt aus der Erbschaft, aber die Firma nicht gezwungen ist, aufgegeben zu werden. Sie sehen, es gibt verschiedene Situationen, in denen ein Erbvertrag wirklich sinnvoll ist. Letztendlich ist es wichtig, dem Notar zu erklären, was man sich überlegt hat und warum man genau diesen Erbvertrag möchte. Er kann ihn dann so formulieren, dass es nachher für Sie passt. Achten Sie darauf, dass Sie vielleicht auch selbst zwei Zeugen benennen, die dann bei der Beurkundung dabei sind. Diese zwei Zeugen sind verpflichtend. Manche Notare können auch zwei Zeugen stellen, wie auch immer Sie das möchten. Achten Sie zuletzt noch darauf, dass Sie den Erbvertrag beim Amtsnotariat an Ihrem Wohnsitz hinterlegen. Sollte dann einer von Ihnen versterben, so erhält das Amtsnotariat schon von Amts wegen Kenntnis von Ihrem Tod. Diese nehmen dann den Erbvertrag heraus und schauen nach, wer die Erben sind, die Sie dort eingesetzt haben.
Dann wird Ihre Erbschaft auch so durchgesetzt, wie Sie sich das wünschen. Und Sie haben auch für Ihr Alter vorgesorgt.